herzlich willkommen zu meiner Session hier. Vielleicht ein, zwei Worte vorneweg über mich. Mein Name ist Felix Schulze. Ich arbeite als Teamlead Mobile Software Development bei Autoscout24 und leite da das Android- und das iOS-Team. Und ich möchte heute ein bisschen was erzählen, wie man die neuen coolen Features aus dem iOS-SDK auch auf älteren iOS-Versionen nutzen kann. Leider darf ich noch nichts über iOS 7 erzählen, da das Ganze noch unter NDA steht. Von daher müssen wir heute ein bisschen auf iOS 6, iOS 5, aber die Prinzipien sind die gleichen und können dann auch später, wenn iOS 7 mal erscheint, angewandt werden. Mal als kleinen Einstieg, die Zahlen gab es vor kurzem von Apple, wie die iOS-Versionen so verteilt sind. Die haben im Juni diesen Jahres im App Store gemessen, ich glaube in 14 Tagen, was für iOS-Versionen da den App Store benutzt haben. Und die Zahlen von Apple sagen eben 94% haben iOS 6 verwendet. Und dann blieben noch 5% von iOS 5 übrig, wobei das iPhone und iPad ist. Und wenn man bedenkt, dass das iPad 1 nicht auf iOS 6 upgradebar ist, werden wahrscheinlich diese 5% ziemlich großer Teil vom iPad kommen. Und dann haben wir noch 1%, was iOS 4 und älter ist. Also das vielleicht mal so vorneweg, was vielleicht ein bisschen relativiert, wie weit will man iOS unterstützen. Nichtsdestotrotz heißt das, was im App Store ist, nicht gleich, das sind die User von meiner App. Also das kann von App zu App völlig unterschiedlich sein, wie die iOS-Versionen verteilt sind. Es kann sein, dass eine App zum Beispiel iOS 4 only ist, die relativ viele Features von iOS 4 benutzt, was es vielleicht in iOS 5 vielleicht gibt. Gibt es noch relativ viele Leute, die iOS 4 verwenden und die auch regelmäßig updaten. Ein zweiter Aspekt, den man aber betrachten sollte, bevor man sich überlegt, für welche iOS-Version baue ich meine App, ist einfach, ist es wirklich sinnvoll, so einen kleinen Anteil von Leuten zu unterstützen? Also wenn man mal davon ausgeht, es ist irgendwie in der App vielleicht 1 oder 2%, ist es den Aufwand wert? Das ist einfach was man vorher sich mal überlegen sollte. Ist es wert, das Geld in die Hand zu nehmen, um das für Unterstützung zu machen? Nichtsdestotrotz wollen wir heute ein bisschen darauf eingehen, wie kann ich diese Unterstützung machen, wenn ich mir die Gedanken davor gemacht habe, okay, ich will iOS 5 zum Beispiel unterstützen, ich will iOS 4 unterstützen, wie man da umgehen will. Bei uns bei Autoscout ist es so, wir unterstützen eigentlich fast immer die aktuelle iOS-Version plus die iOS-Version vorher, also von Major iOS. Also aktuell unterstützen wir iOS 6 und iOS 5. iOS 4 unterstützen wir nicht mehr. Weil einfach der Anteil dann zu klein ist. Ja, wenn ich die Unterstützung für ältere Versionen machen will, was habe ich da alles für Probleme? Zum Ersten fehlen Frameworks. Frameworks, die in iOS 6 zum Beispiel eingeführt worden sind, sind natürlich nicht in iOS 5 da. Damit muss ich irgendwie klarkommen. Dann, es gibt wahnsinnig viele API-Änderungen von Apple. Die ändern sich teilweise auch in Minor Releases, also zwischen 6.0 und 6.1 gibt es halt Änderungen der API. Damit muss ich auch irgendwie klarkommen und das muss ich auch berücksichtigen. Dann noch ein ganz spannender Punkt ist Bugs. Apple hat auch schon in mehreren iOS-Versionen irgendwie einen Bug eingebaut. Da war, glaube ich, in iOS 5.1 oder so hat irgendeine API nicht funktioniert, wenn man sie so angesprochen hat, wenn man sie anders angesprochen, aber schon. Und solche Sachen treten halt dann auch auf, dass ich halt plötzlich Inkompatibilitäten habe, weil ich eben nicht nur die neueste Version unterstütze. Dann hat man einmal das Problem Xcode Deployment Target. Ich weiß nicht, mal ganz kurz das Frage, wer von euch unterstützt iOS 6 aktuell in seinen Apps? Wer davon noch iOS 5? iOS 4? Oh, einer? iOS 3? Keiner mehr, okay. iOS vor 4.3? Nicht mehr? Okay, kommen wir nachher dazu. Also das kann auch ein Problem sein, Xcode Deployment Target, da gehe ich nochmal danach drauf ein. Dann kann es Probleme geben mit Naming Conventions.
Was das genau bedeutet, kommt auch noch. Und dass es einfach konzeptionelle Änderungen gibt. Plötzlich ist irgendwie in iOS 6 gibt es den Share-Dialog, sieht halt komplett anders aus, hat eine neue Interaktion, wie geht dieser Dialog auf. Solche Sachen passieren halt ständig in iOS. Wenn man jetzt an die Zukunft denkt, da passiert ja auch einiges, was sich konzeptionell ändert. Und wie schafft man es sozusagen, diese Konzepte zwischen den verschiedenen Versionen abzudecken? Auf den Punkt werde ich ein bisschen weniger eingehen, weil das ist dann mehr so ein UX-Thema, ein Design-Thema, als jetzt ein richtiges Coding-Thema. Und dazu gibt es natürlich noch Designänderungen, die da auch noch mit reinkommen. Aber ein ganz spannender Punkt ist auch einfach Hardwareänderungen. Wenn man sich anschaut, was es für Hardware aktuell gibt, da sind wir im Gegensatz zu Android ja relativ klein. Aber was oft vergessen wird, zum Beispiel, es gibt den iPod Touch. Und der iPod Touch hat in manchen Versionen keine Kamera, in manchen Versionen nur hinten eine Kamera. Dann gibt es welche, die auch vorne eine Kamera hat. Und die hat halt einige Funktionalitäten nicht, die ein iPhone zum Beispiel hat. Und das muss man auch in seinem Code berücksichtigen, gerade wenn man noch ältere Versionen unterstützt. Zum Beispiel iPhone 3GS. iOS 6 ist die letzte Version, die iPhone 3GS unterstützt. Aber es ist halt wesentlich langsamer und hat nicht alle Funktionalitäten, die jetzt zum Beispiel ein iPhone 5 hat. Auch iPhone 4, iPhone 5, unterschiedliche Screen Sizes spielen da auch eine Rolle. So, das sind mal so einige der wichtigsten Probleme davon, aber wir wollen mal anfangen, wie kann ich diese Probleme denn lösen? Und so ein bisschen, wie unsere Erfahrung ist, wie kann ich da rangehen, ist einmal als allererstes das Wichtigste, was ich schon mal vorhin kurz meinte, zu ermitteln, welche Version will man wirklich unterstützen. Und da ist es nicht unbedingt die beste Variante, wir nehmen alles, was geht, weil es kostet einfach richtig viel Geld und richtig viel Zeit, es zu machen. Man sollte sich wirklich genau die Zahlen anschauen und gucken, lohnt sich es? Ist der Business Value groß genug dafür, die iOS-Version zu unterstützen? Dann der zweite Schritt ist, erstmal so implementieren, dass es auf dem aktuellsten iOS läuft. Dann hat man schon mal einen großen Batzen gemacht. Die App funktioniert, sie läuft. Und mein Tipp ist, erst danach mit den älteren Versionen anzufangen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch testen mit dieser Version. Also mit der aktuellsten iOS-Version auf verschiedenen Devices testen, funktioniert alles, wie es soll. Gegebenenfalls auch meiner Version testen, weil, was ich vorher mal erwähnt hatte mit den Bugs, es kann sein, auf 6.1.2 geht was, aber auf 6.1.4 geht was nicht. Oder auf 6.0 ist was anders als an 6.1, weil zum Beispiel zwischen 6.0 und 6.1 gibt es API-Änderungen von Apple. Es gibt da einige Sachen, die hinzugefügt worden sind. Ich glaube, ein neues Framework ist sogar dazugekommen. Also auch sowas testen. Wenn man das gemacht hat und alles funktioniert, dann sollte man anfangen, sich diese Funktionalitäten, die man haben will, auf älteren Versionen einzubauen. Es kann auch sein, dass man für manche Funktionalitäten sagt, es ist so ein kleiner Anteil und diese Funktionalität hat nicht den Business Value für mich oder auch nicht den Value für den Kunden, dass ich sage, okay, ich lasse diese Funktionalität einfach auf iOS 5 Geräten weg oder auf iOS 4 Geräten und baue sie nur auf iOS 6 und der Nutzer merkt gar nicht, dass er da vielleicht was anderes hat. Und wenn ich diese Unterstützung drin habe, dann ist nochmal wichtig, nochmal mit der aktuellen zu testen, weil man hat da auch Weichen eingebaut, man hat da Veränderungen gemacht und halt mit den alten Versionen testen. Wie sieht das Testing bei uns aus? Wir haben automatisierte Tests, die werden immer auf dem neuesten SDK gemacht. Neuestes SDK, aktuellste Version. Ist vielleicht ganz schön, wenn man solche auch hätte, die ein bisschen ältere Version ist, aber der Aufwand ist einfach so enorm, dass wir sagen, die automatisierten Tests, also Unit-Tests, Integration-Tests, View-Tests werden immer auf dem aktuellsten gemacht, weil wenn man sich die Zahlen nochmal so von vorhin anschaut, 95% sind aktuell auf iOS 6, nach ein paar Monaten am Anfang, ich glaube 2 Monaten waren es irgendwie schon 46%, es sind halt dann immer eigentlich die Hauptteil der Nutzer ist auf den neuesten iOS und da sind halt wichtig, die automatisierten Tests zu haben. Nichtsdestotrotz sollte man manuelle Tests natürlich auch auf der neuesten Version machen, aber auch auf allen unterstützten Versionen. Und da gibt es halt so, also wir machen es so, wir machen auf allen unterstützten Versionen auf den Major-Versionen, also wir testen auf irgendwas mit 6.x, wir testen mit irgendwas auf 5.x und
dann haben wir halt noch diese ganzen Miner-Versionen. Also wir haben 5.1, wir haben 5.1.3, wir haben 6.0, 6.0.1, 6.1, also ganz viele verschiedene Versionen. Wenn wir die aber alle auf Geräte hätten, dann hätten wir irgendwie 60 iPhones da liegen und 50 iPads und die Testing-Abteilung würde überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Deswegen haben wir so, wir haben ein paar iPhones mit unterschiedlichen Miner-Versionen, wir haben ein paar iPads mit unterschiedlichen Miner-Versionen und dadurch können wir es zumindest relativ gut abdecken. Was bei uns auch so eine Regel ist, Entwickler, also die Entwickler haben halt ihr eigenes iPhone, eigenes iPad, immer auf der aktuellsten Version. Ganz einfach, wieder Hauptpublikum, neueste iOS-Version, Entwickler muss immer irgendwie die neuesten Features auch testen können, deswegen die Entwicklergeräte immer auf den neuesten Versionen. Und dazu geht es explizite Testgeräte. Sieht so ein bisschen bei uns aktuell gerade aus, dass wir zum Beispiel iPhone 3GS haben wir halt verschiedene, da decken wir auf jeden Fall iOS 5, 6 und 6.1 ab. Beim iPhone 4 genauso. Beim iPhone 4S zum Beispiel ist es so, das hat nur minimale Hardwareänderungen. Da haben wir uns jetzt nicht die Mühe gemacht, dann auch nochmal das in verschiedenen iOS-Versionen. Dann haben wir ein 4S, wo wir sozusagen die Hardware ein bisschen testen. Und beim iPhone 5 haben wir auch als erstmal nur auf der neuesten Version. Was vielleicht die Frage, was ist dann wieder mit den Miner-Versionen? Das ist ja wieder so ein bisschen dieser Zufallmodus. Wir haben mehrere Miner-Versionen von den Geräten da drin. Einfach so ein iPhone 3GS mit 3.0.1 und ein 4er mit 3.1 und sowas, mit 6.1. Dann deckt sich das ungefähr wieder ab. Eine Frage ist aber noch, was ist mit dem iPod Touch? Aktuell bei uns haben wir da, glaube ich, einen iPod Touch nur als Test. Das ist so ein To-Do, was wir jetzt demnächst mal angehen werden und uns mal einen ganzen Stapel von iPod Touch mit verschiedenen Versionen zu holen. Ja, und wie kommt man denn überhaupt an alte Versionen? Also man muss eins beachten, diese Testgeräte, wenn man sie hat, nicht immer jeden in die Hand drücken, weil steckt es an, iTunes fragt, willst du das Gerät updaten? Dann hat man plötzlich so ein 5er-Gerät auf dem 6er und man kommt nicht wieder zurück. Und es ist sehr, sehr schwer, alte Testgeräte zu bekommen. Es gibt zwar ein paar Dienstleister im Netz, die sozusagen Gebrauchtgeräte verkaufen, aber die verlangen richtig viel Geld dafür und man bekommt die auch teilweise echt schwer an manche Versionen. Also unbedingt, wenn man Testgeräte hat, aufheben, am besten beschriften, nicht updaten, draufschreiben, die iOS-Version. Man hat leider keinen Mechanismus, es zu verhindern, dass die Leute updaten. So, schauen wir mal ein bisschen mehr in den Code. Die Änderungen von iOS 6, da wird wahrscheinlich jeder, der schon mal was von iOS entwickelt hat, reingeguckt haben, aber nochmal so als kurze Zusammenfassung. iOS 6 hat allein 4 neue Frameworks dazu bekommen. Das ist einmal Passkit, das ist einmal Social, das ist Media Toolbox, Video Toolbox in Klammern, weil das soll man nicht direkt verwenden. Es gibt eine Liste aller Google, aller Frameworks in iOS 6, die dazugekommen sind. Kann man einfach mal nachschauen. Ja, jetzt habe ich neue Frameworks, will sie verwenden. Aber ich will auch iOS 5 zum Beispiel unterstützen. Was mache ich da? Weil wenn ich das als required hinzufüge, als meine Frameworks, dann habe ich ein Problem auf iOS 5. Da gibt es von Apple das sogenannte Weak Linking. Das heißt, ich kann meinem Projekt sagen, füge mir Social Framework von iOS 6 hinzu und mache es optional, also weak. Und da gibt es also hier in den Build-Phases, kann man also auswählen, ob das Framework required sein soll oder ob es optional sein soll. Ein wichtiger Hinweis, wenn man das macht, also wenn man sozusagen Social noch als required drin hat und man testet im Simulator auf iOS 5, passiert gar nichts. Also es funktioniert einfach, es stürzt nicht ab. Wenn ich es aber auf dem Gerät mache, stürzt die App ab. Weil der Simulator hat so ein paar Eigenheiten, die nicht wirklich das Gerät widerspiegeln. Also sowas immer auf dem Gerät testen. Wenn ich das optional eingestellt habe, kann ich es unter iOS 6 verwenden. Unter iOS 5 ist es natürlich nicht da, muss ich irgendwas einbauen, wie man das macht. Kommen wir aber gleich dazu. Das waren jetzt die neuen Frameworks. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die APIs ändern. In iOS 6, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mal hier auf die Internetseite geguckt oder in die Dokumentation, wenn ich mir iOS 6 API-Diffs anschaue und
iOS 6.0 API-Diffs und ich scroll da mal so ein bisschen durch. Es sind nur die Methodendefinitionen, die sich geändert haben. Da kann ich ziemlich lang scrollen. Es sind also ausgedruckt 84 Seiten, die sich da verändert haben. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 84 Seiten, wo sich irgendwelche Methoden hinzugekommen sind, welche removed wurden, welche verändert wurden, ist es eine ganz schöne Menge, auf die man Acht geben muss. Also zum Beispiel ist in iOS 6 UI Collection View dazugekommen. Wer von euch hat schon mal mit UI Collection View gearbeitet? Okay, sind auch schon ein paar. Dann ist zum Beispiel UI Activity View Controller dazugekommen, wo man so Facebook Share, Twitter Share macht, ist im Social Framework. Es sind aber auch neue Methoden hinzugekommen. Zum Beispiel kann ich ein Bar-Button-Item, ein Background-Image geben mit der Methode, die halt unter iOS 6 dazugekommen ist. Also sind halt sowohl ganze Frameworks als neue Klassen, als auch neue Methoden, Methoden, die sich verändert haben, Klassen, die sich verändert haben, die deprecated sind. Da ist also jede Menge, was da passiert ist. Ja, wenn ich das jetzt machen will und auch rückwärtskompatibel sein muss, gibt es ein paar Einstellungen, die man in Xcode beachten muss. Zum einen gibt es einmal das Base SDK. Das Base SDK ist das SDK, das ich verwende, um die App zu bauen. Da ist meine Empfehlung, immer die neueste Version hernehmen, weil man will die Features vom neuesten iOS verwenden, dann muss man auch mit dem neuesten Base SDK kompilieren. Zusätzlich gibt es das Deployment Target. Das Deployment Target sagt, bis zu welcher Version unterstützt meine App, also für welche iOS-Version hat meine App eine Unterstützung. Gibt es eine kleine Einschränkung, seit Xcode 4.5 kann man nur iOS 4.3 oder größer als Base SDK anwählen. Ich komme ganz am Ende nochmal auf einen kleinen Hinweis, wie man das umgehen kann, aber das ist erstmal so die Einstellung von Apple. Du kannst nur noch Apps ab iOS 4.3 in den Store stellen, außer man trickst ziemlich stark. Auch noch relevant, sage ich dazu, ist Valid Architectures. Valid Architecture ist also, in welchem Binary-Format das Ganze für die CPU gebaut wird. Da gibt es ARMv6 noch, sage ich mal, weil das war iPhone 2G, iPhone 3G. Das iPhone 3G ist, glaube ich, maximal iOS 4.2, wenn ich mich nicht täusche. Von daher ist ab Xcode 4.5 ARMv6 auch rausgefallen. Dann gibt es noch ARMv7 und ARMv7S, wobei dieses ARMv7S ist sozusagen nur eine schnellere Variante und man kann auch ARMv7 verwenden. Aber da nur darauf achten, wenn man wirklich iOS 4.2 unterstützen will, zum Beispiel, muss man unbedingt ARMv6 unterstützen, weil diese Geräte eben noch keinen Prozessor haben, der ARMv7 unterstützt. Und dann gibt es in Xcode noch natürlich die Simulatoren. Aktuell mit Xcode 4.5 kriegt man also alles ab iOS 5, aber nur die Hauptversion. Also es gibt halt einen Simulator 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 und dann war es das. Man kann auch über einen Hack nochmal die Vierer-Simulatoren einbinden, wenn man also iOS 4 unterstützen will. Wer nähere Infos dazu haben will, einfach mal auf den Link klicken, das ist ein Stack Overflow-Beitrag. Dann kann man sozusagen die älteren Simulatoren auch noch mit einbinden. Ist aber auch ein bisschen ein Hack und man sollte dann vielleicht besser einfach auf Geräten testen. Wie ich ganz am Anfang gemeint habe, gibt es noch Hardware-Restriktionen. Also es gibt ja verschiedene, zum Beispiel ein iPod Touch, der keine Kamera hat. Man kann seiner App mit UI Required Device Capabilities auch Restriktionen geben. Man kann dann sagen, mein Gerät muss zum Beispiel ein Telefon sein. Dann lässt sich diese App nicht auf einem iPod Touch installieren und kommt auch im App Store nicht auf einem iPod Touch. Da kann man einige Features sagen, man muss aber wirklich dazu sagen, es ist halt wirklich restriktiv. Also wenn man einmal auf Telefonie auf True gesetzt hat in dieser P-List, dann gibt es halt einfach, dann muss dieses Gerät ein Telefon haben. Ansonsten kann ich es nicht installieren. Und ganz wichtig ist, wenn man es auf False setzt, heißt das nicht,
es muss es nicht haben, also es ist optional sozusagen, sondern es heißt dann wirklich, es darf kein Telefon sein. Das ist nämlich schon bei einigen Apps im App Store mal passiert, die haben das dann auf Force gesetzt und plötzlich wurden alle iPhones nicht mehr unterstützt. Also darauf achten, weglassen ist die Devise, nicht auf Force setzen. Okay, so viel ein bisschen zur Theorie vorneweg. Schauen wir uns das Ganze mal wirklich in der Praxis im Code an. Wir gehen mal davon aus, ich will eine UI Collection View nutzen. So, ich habe eine iOS 6 Unterstützung eingebaut, starte das Ding mit iOS 5, kriege ich einen Crash, weil UI Collection View kann nicht gefunden werden. Was dann so die einfache Variante ist, ich überprüfe, ob die Klasse vorhanden ist. Das heißt, ich mache ein NSClass vom String, dann mache ich UI Collection View, den Classnamen. Und wenn ich da nil zurückbekomme, heißt es, die Klasse gibt es nicht. Und wenn ich einen Wert zurückbekomme, dann kriege ich die Klasse zurück, dann heißt, die gibt's. So kann ich also überprüfen, ob UI Collection View zu meiner Laufzeit vorhanden ist. Und das ist halt ganz wichtig zu sagen, alles, was ich sozusagen auf älteren Versionen unterstützen will und diese Unterscheidung mache, muss ich zur Laufzeit machen. Das kann ich also nicht machen und eine Einstellung hier, UI Collection View gibt es da nicht, sondern ich muss es wirklich zur Laufzeit überprüfen. Apple sagt, dass man auch UI Collection View Class angeben kann, also dass man direkt Class, man muss da nicht NSClass vom String machen, geht aber erst ab iOS 4.3. Das sind einfach zwei äquivalente Methoden. Ich benutze irgendwie immer NSClass vom String, weil es auch unter 4.2 und sowas geht. Ist aber, wenn man das auch mal sieht, funktioniert es auch. Das zweite Punkt ist, wenn ich eben überprüfen will, ob so eine API-Änderung vorhanden ist, also zum Beispiel dieses UI-Bar-Button-Set-Background-Item, dann kann ich halt sagen, ich überprüfe auf dem Button, ob der Respond-to-Selector ist, gebe ihm die Methodensignatur an und wenn er wieder nil zurückgibt, ist es nicht da, bin ich auf der älteren Version, die das noch nicht unterstützt, gibt er mal was zurück, dann kann ich es eben verwenden. Das sind also mal so die zwei Code-Unterscheidungen für Klassen und für Methoden. Man hat aber natürlich auch noch solche Sachen wie Enums. Enums sind extrem schwer zum Überprüfen, ob ich sie habe oder nicht. Gibt zwar so ein paar C-Tricks, das zu machen, aber die beste Variante ist, irgendwas anderes zu nehmen, was sich an der API auch geändert hat, die zum Beispiel eine Klasse oder eine Methode und diese Enums nicht zu überprüfen, weil das meistens mit irgendeinem Crash endet. Ja, ist eine ganz nette Idee, das so zu machen. Gibt nur ein Problem, MapKit zum Beispiel iOS 5. Apple hat im MapKit leider bereits zum Beispiel das MK-Map-Item private eingebaut gehabt in iOS 5 und es in iOS 6 public gemacht. Was passiert, wenn ich NSClass from String aufrufe auf MK-Map-Item, gibt er mir einen Wert zurück, obwohl ich es überhaupt nicht aufrufen kann. Gibt es also einen kleinen Hack, den auch Apple selbst vorschlägt. Ich ziehe mir eben diese Klasse raus. Ja, wenn ich es so machen würde, hätte ich einen Crash, weil die Funktionalität gibt es nicht wirklich, sondern die gibt es halt nur private. Das heißt, ich muss halt nochmal überprüfen auf einen bestimmten Value, den wirklich dann nur unter der neuen Version ist. Sowas gibt es halt leider zwei, drei, vier Sachen bei Apple, wo das mal ist. Es ist nicht die Häufigkeit, aber es gibt wirklich so ein paar kleine Sachen. Also zum einen Beispiel ist CL Geocoder, da war das ähnlich, den haben sie private schon drin gehabt in iOS 5, glaube ich, in iOS 4 und in iOS 5 haben sie ihn released, war das gleiche Problem. Aber es lässt sich an einer Hand abzählen, wo diese Fehler auftreten. Nur dann sollte man einfach mal danach googeln und dann findet man meistens relativ schnell was dazu. Eine Möglichkeit, wenn man nicht nur auf Klassen oder sowas geht, ist halt auch wirklich die iOS-Version zur Laufzeit abzurufen. Da bietet Apple eine Möglichkeit an, NS Foundation Version Number. Sie empfehlen halt, diesen Weg zu gehen. Man könnte auch über UI Device System Version gehen. Apple empfiehlt aber, den Weg zu gehen. Und dann kann ich eben sagen, ist kleiner gleich NS Foundation Version Number iOS 5.1 zum Beispiel, dann bin ich auf iOS 5.1 oder älter. Ein wichtiger Hinweis dazu nur immer ist, diese Versionsnummern, iOS 5.1 ist, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen iOS 6 kompiliere, also die aktuelle Versionsnummer gibt es da nicht, gibt immer nur die vorherige.
Das heißt, ich muss immer kleiner gleich machen. So, das sind also so die drei Hauptunterscheidungen, die es da gibt. Und was muss man noch so wissen an bestimmten Sachen? Es gibt noch deprecated und available. Das wird man, wenn man über verschiedene Framework-Versionen programmiert, öfters mal finden. Also einmal gibt es eben Attribute deprecated oder nur deprecated, heißt einfach, die Methode sollte nicht mehr verwendet werden. Und dann wird in der NSObject-C Runtime gibt es noch die vier wichtigen Sachen. Das ist NSDeprecated iOS. Hier zum Beispiel 4.0 und 5.0. Das ist, ab welcher Version wurde diese Funktion eingeführt und bis welche Funktion gibt es sie. Das sind also die zwei Sachen. Genauso wie NSAvailable iOS heißt, diese Funktion gibt es ab iOS 6.0. Genauso bei Enums wieder heißt es, dieses Enum gibt es ab 6.0 und es gibt aber auch das allgemeine Deprecated Attribute, heißt einfach, man weiß nicht genau, wann gibt es das nicht mehr, aber es wird halt nicht mehr, sollte nicht mehr benutzt werden. So, dann kommen wir jetzt mal wirklich ein bisschen zum Coding und ein bisschen an Beispielen. Eine praktische Sache, die da gibt, es gibt wahnsinnig viel Open Source Sachen. Das heißt, wenn ich iOS 5 zum Beispiel unterstützen will, kann ich fast alles von iOS 6 mit Open Source nachbilden. Und das erste Beispiel, das ich hier mal machen will, ist UI Collection View. Ich habe eine kleine Demo-App geschrieben, die gibt es auch bei GitHub mit den ganzen Sachen. Hier habe ich ein Deployment-Target von 5.0 eingestellt und in den Build-Setting mein Base-SDK auf Latest gestellt. Was ich noch machen muss hier, ist eben genau dieses Social Framework auf optional setzen, damit es funktioniert. So, wenn ich das habe, ich starte das mal auf einem iOS 6.1 Simulator. Habe hier eine kleine Demo-App mit ein paar Funktionalitäten, wo ich heute drüber gehen will. Habe hier die Collection View, habe ganz klassisch einfach eine kleine Collection View mit ein paar Zellen drin. So, wenn ich das Ganze jetzt unter iOS 5.0 starte, dann kommt erstmal Simulator End Use. Collection View crasht die App erstmal, weil er sagt, invalid Parameter, Cell Class kann er nicht finden. Was ganz klar ist, weil ich habe UI Collection View verwendet in meiner Klasse, da können wir mal reingehen. Ich habe hier eine XIP, habe hier eine Collection View drin mit einem Collection View Flow Layout, mit UI Collection View Data Source und die Methoden. Eben, dass ich 6 Items, Number of Items in Sections und hier meine Zellen. So, es gibt dann ein ziemlich cooles Open Source Framework, PST Collection View. Kennt das jemand? Einer? Okay. Das kann ich eben einbinden, habe ich jetzt schon mal gemacht, das ist einfach bei GitHub ein kleines Projekt. Kann ich dazu einbinden und dann kann ich hier meine Collection View nehmen. Und das ist dann eben keine UI Collection View mehr, sondern es ist eine PS UI Collection View. Und dann muss ich noch mein UI Collection View Flow Layout, mache ich auch ein PS UI Collection View Flow Layout draus in meiner XIP. Und das muss ich jetzt natürlich noch im Code machen. Eine PS UI, also im Endeffekt muss man hier überall PS davor setzen. Aber nicht hier. Was ganz cool ist, dieses Framework macht es so, dass es unter iOS 5 nutzt es eine eigene Implementierung, die sozusagen genau die API nachbaut von Apple. Unter iOS 6, wo es aber die UI Collection View benimmt, nutzt es automatisch das Original von Apple. Das heißt, ich binde mir nicht für die neueste iOS-Version auch irgendein Framework ein, sondern wirklich nur für iOS 5. Und wenn ich irgendwann iOS 5 droppe, nenne ich es einfach wieder in UI Collection View um und alles funktioniert wie gehabt.
Das gleiche muss ich halt natürlich noch für meine Zelle machen, nämlich auch hier PST Collection View und mache ein PS davor. Schauen wir mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Habe ich meine Collection View unter iOS 5, genauso wie unter iOS 6. Das Einzige, was ich machen musste, war irgendwie fünfmal PS davor schreiben. Und es funktioniert genauso wie die Collection View. Unterstützt auch mittlerweile alle Features, die Collection View hat. Und eins zu eins habe ich unter iOS 5 die Features, die ich unter iOS 6 haben wollte. So, wo ist mein PowerPoint hier? PST Collection View geht ab iOS 4.3. Die haben das eben komplett nachgebaut. Das Open Source gibt es da bei GitHub. Und sobald man sich auf iOS 6 befindet, tut es automatisch das Original von Apple verwenden. Ein weiteres Feature, das unter iOS 6 eingeführt worden ist, ist das UI Refresh Control. Kennt man wahrscheinlich dieses kleine, wenn man irgendwas aktualisieren will. Das machen wir hier mal wieder auf iOS 6. Und warten, bis der Simulator kommt. Also UI Refresh Control ist dieses kleine Ding hier mit diesem Gummibändchen dran. Das ich verwenden kann, um Sachen zu aktualisieren, gibt es auch erst ab iOS 6. So, wenn man wieder ein bisschen googelt danach, findet man auch wieder bei GitHub ein ganz nettes Projekt, OD Refresh Control. Das baut es im Endeffekt genauso wieder nach, genau die gleiche, es sieht genauso aus wie die Implementierung von Apple. Aber der Unterschied zu PST Collection View ist, es ist nicht genau API-gleich. Das heißt, die haben ein bisschen andere Funktionalität, wie das Ding eingebaut wird. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns einen kleinen Wrapper geschrieben. Das heißt, wir haben hier FS Refresh Control gebaut, das sozusagen einfach ein Object ist. Das hat ein Delegate, das sagt Refresh Control did begin refreshing und hat die Methoden, die auch Apple anbietet. Und was dieses dann macht, ist innen drin. Es guckt, gibt es ein UI Refresh Control? Wenn es ein UI Refresh Control ist, nehme ein UI Refresh Control, pack das zu meiner Table View hinzu. Wenn es kein UI Refresh Control ist, nimm das OD Refresh Control und mach dann ein paar Anpassungen, die halt zum Beispiel beim UI Refresh Control muss man ein bisschen was machen, wenn man das so per Hand benutzt, was OD Refresh Control macht, damit es eben genau die gleiche Funktionalität hat. Also es ist sozusagen ein kleiner Wrapper, den man einmal baut und dann nimmt man halt statt UI Refresh Control, nimmt man seinen Wrapper her und hat die Funktionalität gekapselt in seinem eigenen Wrapper. Und das übersetzt dann sozusagen halt zum Beispiel Set Tint Color, setzt dann auf dem Refresh Control. Hier merkt man zum Beispiel, das Original von Apple hat Refreshing und das andere, nee, das von OD Refresh Control hat Refreshing als Methode und das von Apple ist halt Is Refreshing. Deswegen kann ich es halt nicht so wie das PST Collection View verwenden. Ja, und wenn man das eben so benutzt, dann kann man wieder hier auf iPhone 5 und vorher den Simulator beenden. Und schon habe ich mein Refresh Control genauso unter iOS 5. Relativ wenig Aufwand und funktioniert genau gleich. So, gibt es wieder ab iOS 4.3 funktioniert dieses Open Source Framework. Da ist wieder die URL und ich habe meinen eigenen Wrapper darum geschrieben, das sozusagen switcht zwischen iOS 6 und iOS 5 und sich darum kümmert, wenn iOS 6 nimmt das Original von Apple, wenn iOS 5 nimmt diese Open Source Implementierung. Machen wir noch ein kleines Beispiel: UI Activity View Controller. Hat schon mal jemand UI Activity View Controller verwendet? Schon der eine oder andere. Ich kann mal kurz zeigen: Das ist also das, was Apple eingebaut
ne, was Apple eingebaut hat, um so Facebook-Shares, Twitter-Share und solche Geschichten zu machen. Ich starte das Ding mal. Na. Sozusagen hier, wo ich meistens hier, ich bin einfach, hab mal die Mobile Tech Con Webseite, die im Simulator irgendwie nicht ganz so ideal aussieht, wenn man das. eben so einen kleinen UI-Bar-Button, wo eben dieses Activity Share ist. Und dann kann ich eben meinen Twitter sharen. Ich habe natürlich keinen Twitter-Account im Simulator drin, aber man sieht, es funktioniert halt, dass dieses Twitter hochkommt. Ich kann mein Facebook sharen, mein E-Mail, ich kann kopieren. So, dieses Feature gibt es unter iOS 5 auch nicht, weil auch erst ab iOS 6 gibt wieder, und da kommen wir nochmal hin, gibt wieder ein kleines Open-Source-Framework. Und ich habe wieder einen kleinen Wrapper drum geschrieben, so einen Facebook-Manager. Und der Facebook-Manager hat halt eine Methode, erstmal ist Facebook supported. Und hat eine Methode Share Text und ob successful oder ob canceled war. Das ist so, ach nee, Entschuldigung, ich bin beim Facebook. Das ist ein anderes Beispiel. Activity Share, hier. Ein Activity, wo ich eben sagen kann, share mir eine URL, ist es successful oder ist es canceled? Und es hat ein kleiner Wrapper und dieser Wrapper macht halt auch wieder, wie wir es vorher gesehen haben, Add as Class vom String UI Activity Controller. Wenn das da ist, dann bauen wir einen UI Activity Controller zusammen mit dem Completion Handler und presente mir den. Und wenn es nicht da ist, benutzt halt eine Open Source Implementierung. Das RE Activity View Controller baut genau das gleiche nach. Wenn man sich wieder iPhone 5 anschaut, und damit haben wir es auch mit den ganzen Beispielen dann auch mal durch. Na. Habe ich hier iOS 5, habe wieder Activity Share und habe die gleichen Sachen. Ich habe nur Facebook jetzt nicht aktiviert. Genau. Und schon habe ich die gleiche Funktionalität wieder unter iOS 5, wieder durch ein Open Source Framework, wieder mit relativ wenig Aufwand. Den UI Activity Controller gibt es aber erst ab iOS 5. Das heißt, da könnte man, wenn man wirklich iOS 4 unterstützen will, kann man sich überlegen, okay, vielleicht zeige ich den Button da einfach bei iOS 4 nicht an und lasse es weg, weil sonst müsste ich es halt komplett selber nachbauen. So ähnlich wäre es beim Social Framework, was ich gerade eben mit Facebook share, wäre wieder so ähnlich. Gibt es einfach, hier ist zum Beispiel ab iOS 6 verwende, also wenn man da nochmal reinschaut, ist ein bisschen anders, weil beim Social Framework ist es so, ab iOS 6 gibt es das Social Framework. Hier haben wir es, ab iOS 5 gibt es auf iOS 5 gibt es ein anderes Framework, und da kann man das einfach auch verwenden. Also auf iOS 6 gibt es zum Beispiel dieses LLM Composer View Controller. Auf iOS 5 gibt es zum Beispiel ein Twitter Share, da gibt es das Twitter Framework. Ich kann halt auch überlegen, wenn ich unbedingt einen Facebook Share haben will, kann ich das Facebook SDK verwenden. Das geht ab iOS 4.3. Twitter SDK gibt es auch, das gibt es auch ab iOS 4.3 und kann halt so Unterscheidungen einbauen. Je nachdem will ich dieses Feature auch unter der alten iOS-Version unterstützen. So viel zu den Beispielen. Den ganzen Demo-Code gibt es auch bei GitHub unter dem Autoscout24-Account Mobile TechCon 2013 Demo. Da sind nochmal alle Sachen drin mit den Unterscheidungen. Der Wrapper zum Beispiel für das OD Refresh Control ist auch drin. Könnt ihr gerne verwenden. Ist alles aus Open Source hier eingepackt und kann gerne verwendet werden. Auch für Facebook Share und Twitter Share und Activity Controller und wie die ganzen Frameworks heißen, ist da alles drin. Ja, Tools. Tools machen uns immer irgendwie das Leben einfacher und will ich mal ein paar Tools vorstellen. Zum einen mal, das hat man vielleicht hier ein oder andere Mal gehört, Cocoa Controls ist super praktisch, wenn man ältere iOS-Versionen unterstützen will, weil man dann zum Beispiel dieses OD Refresh Control, wenn man einbindet, diesen Activity View Controller, das PST Collection View. Mit Cocoa, nee, Entschuldigung, da sollte nicht Cocoa Controls stehen, sondern Cocoa Pods.
Cocoa Pods ist so ein Dependency Management Framework. Da kann ich einfach sagen, Pod OD Refresh Control, und der kümmert sich darum, dass dies alles reingepackt wird ins Projekt und dass es vorhanden ist und dass die iOS-Version stimmen und so. Einfach mal anschauen, Cocoa Pods, super Tool. Was da nämlich auch ganz praktisch ist, das kapselt die ganzen Xcode-Einstellungen, also welche Frameworks werden required, welche Frameworks werden optional benötigt, was für Linker-Flags sind da vielleicht drin. Das hat das alles für jedes Framework gekapselt, und ich muss das nicht in meinem Xcode irgendwie einstellen und immer gucken, oh, habe ich das optional drin, weil iOS 5 hat das noch nicht, sondern das übernimmt alles CocoaPods für einen. Man hat eine relative Übersichtlichkeit geschaffen, weil wenn ich mal in dieses Demo-Projekt reinschaue, dann kann ich mal so ein Beispiel CocoaPod-File zeigen. Also diese kleine Datei sagt mir, ich will OD Refresh Control in der Version 1.1.0, ich will PST Collection View in der Version 1.1.0 und ich will den RE Activity View Controller, und um alles andere kümmert sich CocoaPods, und ich muss mich nicht darum kümmern, die Sourcen runterzuladen, die Projekteinstellungen zu machen und sonstige Geschichten. Macht alles CocoaPods für mich. Ein weiteres ganz cooles Tool, ist schon fast ein bisschen untertrieben, ist eine komplette IDE als Xcode-Ersatz, ist AppCode. Wer von euch kennt AppCode? Werden mehr. Auf meinem letzten Talk, den ich mal hatte, waren schon zwei Leute. Finde ich super. Wieso AppCode? AppCode hat einen ganz, ganz coolen Vorteil, wenn man mehrere iOS-Versionen unterstützen will, und zwar das hier. Wenn mein Deployment-Target auf iOS 5 gestellt ist und ich benutze etwas, was iOS 6 erst dazugekommen ist, streicht er mir die Sachen durch und sagt, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dass SL Compose View Controller not available for Deployment-Target 5.0 ist. Super praktische Funktionalität. Ich sehe direkt in meinem Code, oh, hier muss ich irgendwas überprüfen, muss irgendeine Abfrage einbauen, gibt es das wirklich schon für meine App? Ganz einfach eigentlich, aber Xcode macht sowas halt leider noch nicht, sondern es ignoriert es einfach und es sieht halt aus, wie wenn es vorhanden ist. Kommen wir zum nächsten Tool. Und zwar Deploymate. Deploymate ist eine kleine App, die ich durch einen anderen Speaker-Kollegen hier gefunden habe. Kostet, glaube ich, $19 oder sowas. Sieht ein bisschen aus wie Xcode. Ich kann auch Xcode-Projekte öffnen. Kann mein Deployment OS hier einstellen, auf welches ich deployen will, kann auf Analyze gehen, und das kleine Tool analysiert mir meinen kompletten Source Code, und wenn es gleich durchgelaufen ist, zeigt er mir eben an, dass ich hier 12 unavailable API Calls habe, die ich mir jetzt anschauen kann, und sagt mir halt zum Beispiel hier, oh, your Activity Controller is in iOS 6 or later nur available. Habe ich ihn wirklich hier überprüft? Oder der SL Compose Controller ist nur unter iOS 6 verfügbar? Oder mein UI Refresh Control? Also scannt wirklich einmal komplett durch, und man kann nachschauen, habe ich alle Stellen, wo ich irgendwie den Code verwende, wirklich abgesichert, dass der auf iOS 5 entweder nicht verwendet wird oder durch was anderes ersetzt wird. Nee, das ist er noch leider noch nicht so clever. Aber zumindest kann man rausfinden, also man kann halt auch gucken, so, ich gehe mal auf iOS 4.0, kann man meine App anschauen und kann sagen, okay, wie viele Warnings habe ich denn da überhaupt? Ist es utopisch vielleicht, dass ich was mache dafür, oder ist vielleicht gar nicht so viel? Das heißt noch nicht, dass es wirklich unter iOS 4 läuft, das heißt halt nur meine API-Calls sind irgendwie konform dazu. Und dann kann ich schauen, dass halt zum Beispiel hier iOS 5 auch ein Framework-Issue ist, also dass er zum Beispiel das Twitter ist nicht als optional gesetzt, müsste ich halt das optional machen und auch abfragen, und halt dann habe ich halt hier zum Beispiel Present View Controller mit dem Completion Block gibt es noch nicht unter iOS 4, müsste ich halt auch handeln, solche Geschichten. Aber gibt mir einen ganz guten Eindruck, wo ich mal abschätzen kann, lohnt es sich, die Unterstützung zu machen, wie viel Aufwand ist es? Findet nicht alles, also man sollte unbedingt trotzdem testen, aber hilft schon mal viel mehr, als alles per Hand zu machen. Und eine ganz coole Webseite, die ich jedem empfehlen kann, ist Cocoa Controls. Wir können mal kurz draufschauen.
Cocoa Controls ist eine kleine, sehr gute Webseite, die einfach eine Auflistung von allen möglichen Open Source GUI Frameworks ist. Da kann man einfach irgendwie gerade diese Webseite, ich lade sie mal nur. Da kann man einfach durchgehen, kann sich alle möglichen Frameworks gibt es da für alle möglichen Zwecke. Und da ist halt auch ziemlich viel dabei von Frameworks, die Sachen nachbauen für ältere iOS-Versionen. Ist nicht nur cool für Sachen, die, damit man ältere iOS-Versionen unterstützt, ist auch ziemlich cool, wenn man mal durchschaut und so, muss ich das wirklich selbst implementieren oder gibt es da irgendwas schon in Open Source, ist mit Bewertungen und da gibt es wirklich tausende von Sachen. Sehr, sehr coole Seite, kann ich nur empfehlen und gerade dafür ist es halt super, weil das meiste, was irgendwie mit älteren iOS-Versionen zu tun hat, sind wir nicht die Ersten, die das Problem haben. Das heißt, da haben sich schon Leute damit beschäftigt und viele sind halt dann im Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir veröffentlichen das als Open Source, bei GitHub zum Beispiel. Das haben wieder andere aufgegriffen, haben da auch Änderungen dran gemacht und mittlerweile gibt es da so viele Frameworks, die das einfach schon nachbauen, dass es nicht mehr so schwer ist, wirklich ältere iOS-Versionen zu unterstützen. Ja, zum Ende noch so ein paar Tipps und Tricks und Sachen, die man beachten sollte. Was ich am Anfang schon mal meinte, Naming Convention kann ziemlich wichtig werden. Apple hat früher mal empfohlen, zwei Buchstaben vorne wegzunehmen. Machen sie nicht mehr, sie sagen, nimm drei Buchstaben. Also zum Beispiel jetzt bei Autoscout24, nimm ASC. Hat einfach den Grund, alle Apple-Klassen fangen mit zwei Buchstaben an. Und wenn man sich zum Beispiel CL Geocoder anschaut und früher hieß der MK Geocoder. Und wenn man jetzt irgendeine Firma hat, die CL, was vorher nicht von Apple benutzt worden ist, als Prefix benutzt und man hat dann einen eigenen Geocoder implementiert, der CL Geocoder heißt, hat man echt ein Problem. Und dann stürzen halt alle Apps ab, die ihr iOS updaten, stürzen halt ab, weil gibt es plötzlich zweimal. Deswegen sagt Apple unbedingt dreifach, also drei Buchstaben als Prefix zu verwenden. Genauso, als wenn man Categories macht. Man neigt bei Categories, und da gibt es auch ganz viele Libraries im Internet dazu, Methoden hinzuzufügen, die es halt so nicht gibt. Zum Beispiel Image with irgendwas zum Beispiel. Wenn jetzt aber Apple in einem neuen Framework eine API ändert und auch diese Methode macht, hat man wieder ein Problem. Deswegen empfiehlt sich es da halt auch, ein Prefix zu machen. Also zum Beispiel ASC unterstrich irgendeinen Methodennamen, um da wirklich nicht in die Quere zu kommen. Die Chance, dass es wirklich einen trifft, ist zwar nicht besonders hoch, aber wenn es passiert, ist es halt umso schlimmer. Dann Open Source Frameworks verwenden. Nicht alles selbst machen, sondern erstmal gucken, irgendjemand anders, der da richtig viel Energie, Zeit investiert hat, es nutzen vielleicht schon hunderte von Leuten, es ist getestet, es funktioniert. Immer erstmal gucken, gibt es da schon was als Open Source? Und wenn es noch nicht richtig funktioniert, schaue ich es mir vielleicht an, fix es, gebe es wieder an die Community und viel weniger Leute haben irgendwie Probleme damit und ich selber muss mich nicht um den ganzen Kram kümmern. Ein zweiter Tipp ist, Wrapper für Frameworks bauen. Wenn ich irgendwie sowas verwende, nicht direkt überall das Framework verwenden, weil wenn ich jetzt so einen Refresh-Control habe und ich muss überall in meiner App die Unterscheidung einbauen, wenn du iOS 6 bist, dann nimm das und wenn iOS 5, dann nimm das. Baut lieber einen kleinen Wrapper, benutzt nur noch diesen Wrapper und wenn ihr mal später iOS 5 droppt, schmeißt ihr einfach die iOS 5-Part aus dem Wrapper raus und ihr habt es in der ganzen App geändert. Dann Tools verwenden, benutzt sowas zum Beispiel wie DeployMat, wie Cocoa Controls, um es anzugucken. Gibt noch einige andere Tools, einfach mal ein bisschen danach googeln. Und der wichtigste Tipp ist testen, testen, testen. Und zwar nicht nur im Simulator, auf den Devices testen, ist ganz wichtig, weil Simulator funktioniert vieles auf älteren iOS-Versionen, was auf dem Device nicht geht. Gibt zum Beispiel auch so einen Bug, der nur auf dem iPhone 3GS und 4.3 auftritt. Auf allen anderen Geräten funktioniert es einwandfrei, da crasht die App. Wenn man dann erst im Store ist und dann merkt, ist es halt irgendwie nicht so schön. Also wirklich testen, wenn man ältere iOS-Versionen hat, unbedingt testen. So, und zum Ende noch ein kurzer Exkurs. Wenn man wirklich den Weg gehen will und noch iOS kleiner 4.2 unterstützen will und das aktuelle Xcode verwenden will, gibt es einen kleinen Hack. Und zwar, man muss dafür
Xcode 4.3 ebenfalls installiert haben. Und dann kann man eine Universal Binary bauen, die AMV7, AMV7S und AMV6 unterstützt. Man muss aber alle iOS 6 Features mit ifdef ausklammern, weil Xcode 4.3 hat als Base SDK iOS 5. Und das heißt, das kennt alle APIs von iOS 6 nicht. Ist also relativ viel Aufwand, wenn man iOS 6 Sachen verwendet. Die Möglichkeit gibt es aber, eine Anleitung gibt es unter dem Link, das ist ein Artikel bei Stack Overflow. Ist ziemlich tricky das Ganze, echt abgefahren, aber wenn man es unbedingt machen will, die Möglichkeit besteht. Und das soll sozusagen nur so ein kleiner Denkanstoß sein. Nicht alles, was auf den ersten Anblick man denkt, es funktioniert nicht, weil Apple gesagt hat, so unterstützen wir nicht mehr. Viele Sachen gehen trotzdem. War auch so bei iPhone 5 Unterstützung, dass man mit dem neuen SDK, gab es auch Wege, dass man iPhone 5 unterstützen kann und die alten. Es gibt immer Wege. Die Frage ist, lohnt es sich, will ich es wirklich machen? Meine Kontaktdaten, wenn irgendjemand Infos braucht, und als kleiner Hinweis, wir suchen aktuell Mobile Developer, wenn ihr da Informationen braucht, kommt gerne zu mir her, sowohl Android als auch iOS, und alles, was irgendwie so Open Source ist, findet ihr entweder unter dem GitHub von mir persönlich mit X2On und auch unter dem GitHub-Account von Autoscout, und die Folien gibt es auch nochmal im Nachgang ja auf der Konferenz-Webseite. Gerne kontaktiert mich per Twitter, per Mail, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr auch irgendwie andere Infos habt, Fragen habt, sonst was. Immer ran, ich bin da immer, gerne kriege ich Infos oder hey, hier habe ich ein tolles Framework entdeckt oder solche Geschichten. Und ja, vielen Dank dann für eure Aufmerksamkeit.